Wir werden uns also heute Vormittag mit der Post beschäftigen. Wir werden gegen 11.45 Uhr, das hängt so ein bisschen vom Ablauf und Ihrer Diskutierfreude ab, dann eine kurze Pause machen. Gibt es hier nebenan in dem Raum im Grunde genommen einen Imbiss, damit Sie mir mittags nicht alle verhungern. Und nachmittags werden wir dann in das Thema Nachnutzung vor allem einsteigen. Zu beiden großen Projekten wird es eine Abstimmung am 31. Mai geben mit dem Landesamt für Bau und Verkehr. Dort soll in einer Gesamtmaßnahmenberatung die weitere Städtebauförderung der Stadt Bad Freienwalde erörtert werden bis zum Ende der Gesamtmaßnahme 2021 FF. Und wir hoffen, dass wir da unsere Prioritäten auch so platziert bekommen mit den angedachten Förderungen. Wie geht es weiter mit der Bibliothek? Wo geht sie hin? Warum überhaupt nicht? Bibliotheken sind für mich in erster Linie auch ein weiterer Wirtschaftsfaktor. Brauche ich nicht weiter erklären, wenn Sie Investoren halten wollen, überhaupt nach Bad Freienwalde holen wollen, die ihre Finanzen hier ansiedeln, dann haben Sie Frauen ein Wörtchen mitzureden. Und wenn das alles nicht stimmt, die kulturelle Infrastruktur, die Schulen, die Kitas, die Kultur- und Freizeiteinrichtungen, dann haben Sie schlechte Karten. Ja, und was mir noch wichtig ist, auch die Botschaft zu schicken, die Mitglied zwischen Arm und Reich habe ich hier auf meiner Folie stehen. Sie glauben gar nicht, wie viele Haushalte heutzutage noch offline sind. So, und dann habe ich die Forderungen aufgestellt für mich, mit meinem Team diskutiert und habe gesagt, gut, wir wollen ein offenes Haus haben für alle, wenn sich die Chance bietet. Die bot sich bei uns als normale Städtebauförderung, die wir bekommen haben. Wir wurden EU-Förderprojekt Programm 2. Da bin ich eigentlich schon ein bisschen zu spät losgezogen, habe gesagt, vergesst bitte dann die Bibliothek nicht. Ich sah das sozusagen den Zeitpunkt gekommen, mal meine Vorstellungen dann aus dem Schubladen zu holen, sondern da war ich mir mit meiner Bürgermeisterin ganz schnell einig, Neues muss dran im neuen Haus. Parameter wie hohe Aufenthaltsqualität und eine lange Verweildauer sollten die Bestimmung. Frau Goldenberger hat es ja so am Rande erwähnt, dass wir als Unternehmen und meine Person im Grunde genommen die Projektsteuerung für das Vorhaben Bibliothek und Bahn von Freienwalde gemacht haben. Ich kann also auch zu anderen Fragen, die jetzt die bautechnische und finanzielle Abwicklung betreffen, noch ein paar Aussagen machen, wenn es gewünscht wird. Man muss dazu natürlich sagen, dass Frau Freienwalde hat es ein bisschen untertrieben. Die Geburt war wesentlich schwerer, als sie hier dargestellt wurde von ihr. Es gab also wirklich sehr kontroverse Diskussionen, in die Ruine des Bahnhofs in der Bibliothek machen. Ja, wir wissen ja, dort ist ja auch ein kleiner Gedenkstein an der Post mit dem Datum 1947. Die Hochwassergefahr, die wir mal hatten, dass es wieder eine besondere Anforderung gibt, wirklich hier in meinem Projekt. Herr Oehler hat den städtebaulichen Wettbewerb hervorgehoben in Luckenwalde, der ja auch, wie Sie sagten, zum Städtebaupreis geführt hat, den Realisierungswettbewerb. Auch das haben wir auf Ihre Anregung, Herr Oehler, für Bad Freienwalde vor und soll ja am 31. Mai auch mit dem Landesamt für Bau und Verkehr erörtert werden. Die Bibliothek, ganz schön, finde ich toll, was Sie gemacht haben, aber die Öffnungszeiten würde mir mal interessieren. Und dann würde mich interessieren, wie viele sanitäre Einrichtungen, männlicher, weiblicher, wenn Sie sagen, so viele Gäste haben. Die Öffnungszeiten, die hatte ich mir in meinem Konzept auch anders vorgestellt. Ich hätte gerne von früh um 9 bis abends um 9 aufgemacht. Vor allen Dingen, sicherlich wird man nicht vergleichen können mit dem, was dann hier in Bad Freienwalde stattfinden sollte. Vielleicht nur von den Ideen her. Aber auf welche Säulen ist die Finanzierung gesetzt worden? Meines Wissens nach ist der auch dann bedingt für die DRL eine Standortänderung. Das heißt, ist diese Maßnahme auch förderfähig? Das heißt, ein neuer Standort für die DRL, Gebäude, also Immobilienbereitstellung, Neubau bzw. Anmietung, ist da auch eine Förderung vorgesehen? Das müsste ja dann meines Wissens nach auch die Stadt irgendwo realisieren, wenn sie die Post übernimmt. Eben die Zusammenarbeit, wie ich es gerade vorher erklärt habe, zwischen Stadt und Stephanus-Stiftung und mit der Post verhandelt. Ja, sieht so aus, dass die Stadt nicht zuständig ist für die Verlagerung des DHL-Standortes. Gibt es eine Erhebung, wie viele Tagesbesucher, Sie hatten ja in der neuen Bibliothek von 250 bis 400 Tagesbesuchern gesprochen, in der alten Bibliothek waren und wie das Lesecafé betrieben wird, also und wer es bestückt, also sozusagen, wird es da in dem Gebäude mitgemacht oder gibt es da Synergieeffekte zu den örtlichen Bäckern? An welcher Stelle und in welcher Form und Größe ein Anbau erfolgen könnte an die Post? Weiterhin
möchte ich sagen, den Hochwasser oder die Hochwassergefahr sollte man nicht unterschätzen. Ich wurde unmittelbar daneben auf gleicher Ebene und wir hatten ja 1997 dieses Problem mit dem großen Hochwasser. Ganz kurz noch mal eine Bemerkung zur Eigentumssituation des Gebäudes und daraus dann die folgenden Dinge, die mit Finanzen zusammenhängen. Sie haben ja in Aussicht gestellt, Herr Lehmann, dass in absehbarer Zeit davon auszugehen ist, es könnte zur Jahresmitte so in etwa einen Kaufvertrag geben. Dann wird ja auch relativ zeitnah ein Besitzübergang erfolgen und die Stadt ist in der Verantwortung für das Gebäude in jeder Beziehung. Ich bin auch überzeugt, Architektenwettbewerb macht durchaus Sinn, wegen der Nutzungskonflikte, der Bedarfsanmeldung, auch die gleichen Räume von verschiedenen Partnern. Und er hat auch ungefähr einen Zeitplan erarbeitet. Und ich glaube, wenn wir die Kopfhandlung relativ schnell zum Abschluss bringen, dann werden wir auch in diesem Jahr den Architekten mit zusammenarbeiten, weil wir haben aus der Erfahrung heraus hier schon so manches erlebt, wo die Denkmalschutzbehörde, die untere, sich da immer fleißig mit eingemischt hat, ihre Forderung aufgemacht hat, den Forderung aufmachen sehr groß. Wenn es aber darum ging zu bezahlen, dann hatten sie natürlich... Sie saßen als Sachverständige, nicht als Stimmberechtigte, sondern als Sachverständige in der Preisgerichtssitzung. Sind nicht zufrieden gewesen mit dem ersten Entwurf, mit dem ersten Preis, muss man so deutlich sagen. Wir fanden den grünen Käse total daneben und total schrecklich. Es gab dann sogar den Versuch zu sagen, wir sind nicht ordnungsgemäß beteiligt worden im Verfahren des Wettbewerbs. Also sie wollten einen Einspruch machen, so war das ja möglich im Wettbewerbsverfahren, das wurde abgewiesen und sie haben es dann letzten Endes geschluckt. Es gibt nach wie vor immer noch im Bereich der Denkmalbehörden einzelne Leute, die das nach wie vor nicht wollen. Das Bahnhof für die Stadtentwicklung von Bad Freienwalde ist ein großen geschichtlichen Abriss zeigen. Ich habe hier mal ein bisschen versucht, das gesamte Ensemble zusammenzustellen. Wie man sieht, unterschiedliche Sichtpunkte, Standpunkte. Deshalb sieht es hier etwas abrupt aus, aber die volle Straßenseite ist schon mal erkenntlich. Mit dem Beschluss 43 aus 2015 vom 11.06.2015 hatte sich die Stadtverordnetenversammlung von Bad Freienwalde für den Ankauf des Bahnhofs von der Deutschen Bahn AG entschieden. Und zwischenzeitlich, so wie wir erfahren haben, ist ja der Ankauf vollzogen. Stettiner Eisenbahngesellschaft mit dem Streckenbau von Neustadt Eberswalde nach Freienwalde und vorläufigen Endpunkt in Friezen beginnen. Innerhalb von nur 10 Monaten war die Bahnlinie. So wurden im Jahr 1898 13.003 Billets, 1899 13.424 Billets und 1900 15.116 Billets. Dann wurde die Kleinbahnbrücke gehoben, auf Schwellenstapel gestellt für den provisorischen Zugverkehr und das Hochwasser hat alles wieder zerstört. Mit der Galerie im Bahnhof, das historische Schild finden Sie heute immer, brauche ich immer gar nicht, mit den Leuten in die Bürokammer zu gehen. Weil uns fehlen eigentlich die richtigen Aufgaben. Wenn wir da erst sind, wer VfB Kuh kennt, weiß also, dass wir dann immer mehr machen. Ne? Also es entwickelt sich immer. Wenn zum Bahnhof stelle ich mir vor, eine Nebenstelle von der Touristinformation oder sowas. Mir ist es selber schon passiert, wenn ich dort mal rumgesprungen bin, haben mich Leute angesprochen, wo ist hier ein Taxistand, wie komme ich zum Moorbad, wie komme ich dahin und so weiter. Da steht schon einiges drauf, wo ich mir Gedanken gemacht habe. Also ich denke mal, man könnte diesen Bahnhof zu einem zentralen Punkt, dass man praktisch eine Schnittstelle dort schafft für Leute, die schnell irgendetwas wissen wollen. Da habe ich mir auch was überlegt. Ich meine, das ist gar nicht von einem so ohne weiteres zu bewältigen. Verein ist keine rechtliche, vernünftige Sache für so ein Projekt. Da sollte man eine Genossenschaft gründen. Es gibt zurzeit in Bad Freienwalde zwei Projekte, wo diese Genossenschaftsgründung versucht wird. Das ist einmal das ehemalige Gut Sonnenburg mit den neuen Eigentümern dieses Genossenschaftsmodell entwickeln wollen und der ehemalige Weidehof, wer den kennt, Ortsausgang Bad Freienwalde, an den Schienen fast in der Rampf, dann wieder scharf zurück, etwas abgelegen, der neue Eigentümer, die Eigentümerfamilie versuchen das auch umzuwandeln als Genossenschaftsmodell. Ja.
dieses Mann muss man ersetzen durch eine konkrete Adresse, durch einen Namen, durch ein Unternehmen, durch eine Privatperson, durch eine juristische Person, was auch immer. Solange wir nur über diese Mann könnte und man sollte machen, nicht hinauskommen und nicht ganz konkret binden an einen Vorhabenträger oder an eine Person, wird sich über diese Ideenentwicklung hinaus nichts entwickeln. Die Stadt, als Stadtverwaltung und dann alle Bürger der Stadt haben hier beim Bahnhof eigentlich gesagt, es muss sich was ändern. Deshalb hat die Stadt das Objekt erworben. Das Problem ist aber, dass das die DB AG nicht freiwillig macht und wenn sie Objekte verkauft, die Bahn gewidmet verkauft und sich sagt, lass die mal machen, den neuen Eigentümer. Unsere Einrichtung sichern wir und dann ist es egal. Mein Ziel ist es, einen Kaffee anzubieten mit einem Imbiss dazu und der Fokus liegt auf diesem Bücherverkauf. Das heißt, jemand, der seine Bücher lieber wegwerfen würde, kann sie bringen und die werden dann für 1 Euro das Stück weiterverkauft. Das ist dort das Prinzip, das funktioniert seit über 10 Jahren. Und damit bleibt das Geld in der Kurstadt und wird wiederum für die Kurstadt investiert. In den oberen Räumen, da wo früher diese Wohnungen waren, das mit den Öfen finde ich total toll. Also da, auch da ist ebenfalls die Struktur in Ordnung. Wie würden Sie das Resümee ziehen für heute Vormittag und Nachmittag? Also, Feierhaus. Feierhaus. Ich hätte mir ein bisschen mehr Bürgerbeteiligung gewünscht. Ich denke aber, das ist der erste Schritt gewesen, der erste Anfang. Terminstellung war sicher ein bisschen unglücklich, der Tatsache geschuldet, dass ein bundesweit einheitlicher, fester Tag ist, der 21.05. Deswegen konnten wir nicht wandern, sondern wir mussten uns an diesem Tag bewegen, um eben in der entsprechenden Bundesplattform auch unsere Öffentlichkeit, also auch als Bad Freienwalde in der Öffentlichkeit bundesweit präsent zu sein. Deshalb dieser vielleicht unglückliche Tag, wie Sie aus. Wir haben ja neue Sachen, speziell jetzt im Bahnhofbereich, wo ich auch denke, gerade der Nachmittag war für uns interessant, auch als Stadt interessant, dass es Interessenten gibt und dass es auch Ideen gibt, wie man was machen kann und dass es auch Leute gibt, die selber wirksam werden wollen. Da denke ich jetzt hier an Frau Nehring, die ja auch vielleicht beabsichtigt, selber dort mit einer Einrichtung Kaffee-Imbiss tätig zu sein, sodass ich eigentlich da auch denke, dass wir beim Bahnhof einen Schritt weiterkommen. Gut. Ich danke Ihnen, Herr Müller, für die Vorbereitung. Das ist auch nicht so einfach, so einen Workshop so dahin zu kriegen. Ablauf, Gesprächspartner zu suchen, Räumlichkeiten, Finanzierung abzustimmen. Dann bedanke ich mich bei dir, Irmgard, dafür, dass wir hier Gäste sein dürfen in diesem schönen Gebäude, in dem Haus. Auch für die Versorgung. Anregung geben und andere nutzen es auch. Also es ist genau. Alles nutzbar. Nicht nur und Workshops. Und weil es ja auch Inhalt ist, der Zielstellung dieses Hauses Begegnungszentrum zu sein. Und ich bin auch zuversichtlich, dass wir die Konzeptansätze verfolgen und auch zu einer Lösung zuführen und die Nutzung, wie Sie sagen, bis 2020 kostbar und früher. Da liegen wir noch nicht fest, aber ich bin zuversichtlich, dass wir ab nächstes Jahr in die Umsetzung gehen.